Okay, Leute, weiter geht's mit Mass Effect 3. Nochmal das Ganze mit der Banshee und so. Ne? Ihr wisst ja, was das erwartet. Das ist, dass er sich hier hinten versteckt und dann nichts machen kann. Ich meine, ich könnte schon was machen, aber dann schubse ich den halt weg, ne? Dämlich. So, jetzt wird's ernst. Ja! Oh, ja. Oh, das kennen wir ja nicht. Mensch. Rot oder? Noch nicht. Okay, hier irgendwas noch wäre. Kein Medigel mehr. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben zumindest die Banshee überlebt. Ich habe mir noch hier Medigel rumliegen oder so. So. Sowas ist ja in Ordnung, also das geht ja noch, aber eine Banshee oder so, was wurde mir, noch ein paar. Eine Banshee oder so, wenn überhaupt, würde ich gerne erst wieder haben, wenn ich vorher Medigil. Auch in der ja, nee, ich kann. Ja, mach mich tot hier.
auch noch welche Viecher hier mal mitten. Oh, ich glaube, nee, der Affe lebt noch. Ich kam vorbei. Ich habe noch einen Lebensbalken. Also jetzt wäre mal Medigear wirklich mal ganz gut. Mann, wieso plötzlich? Das Spiel darf auch nicht rumbuggen. Es buggt wieder rum. Ich darf leider hier hinten komplett gar nichts mehr machen. Ich habe noch einen Lebensbalken. Das ist nicht gut. Und ich kann niemanden wiederbeleben. Warum? Das ist so komisch. Charlie wurde ausgeschaltet. Die Granate ging irgendwie gar nicht hoch. Warum in der Ecke? Das? Nee, nicht. Komm, jetzt mal hier Medigel. Also so langsam wäre mal ganz praktisch. Muss ich überhaupt hin? Da irgendwo, ja. Mom, Dad, ich kann euch nicht erreichen. Ich habe im Büro versucht und über eure Privatleitung. Niemand geht ran. In den Nachrichten hieß es, die Bombardierungen würden immer schlimmer und dann fiel der Strom aus. Ich weiß, dass ich hier bleiben soll, aber ich kann niemanden erreichen und mache mir große Sorgen um die Zwillinge. Ich gehe jetzt zur Schule und hole sie ab, okay? Wenn ich noch andere Kinder finde, bringe ich sie auch mit. Falls wir uns in den Notbunkern treffen, dürft ihr mich auch gerne anschreien. Alles Liebe, Kai. Okay, ich glaube, eventuell wird da nix. Überall Muni, ne? Ah, endlich. Kann ich zumindest mal mir einen mal reingönnen. Und einen habe ich noch als Reserve. Habe ich hier noch irgendwo... Naja, ich habe jetzt nur einen Medigel noch so. Ah, hier ist noch was. Ja, jetzt, ja, so F5. Jetzt sind wir wieder richtig in Game. Jetzt haben wir wieder... 3 von 3. Dann sind wir noch in Jumpscare City oder was? Radar oder sowas, ne? Die wissen sofort, dass wir da sind. Das meine ich hier, dieses. Ich versuche hier ran zu zoomen um die Ecke und dann manchmal zoome ich nicht ran. Das für ein Quatsch. Also. So komisch das Spiel einfach manchmal. Ich kann natürlich auch mal so andere Muni machen, aber ich finde die eigentlich ganz geil. Weil das auch die
Weil es auch ein bisschen den Schaden erhöht, habe ich so das Gefühl. Da habe ich was blinken gesehen. Kann es sein, dass wir hier einen Snipper haben? Noch was? So schnell wie möglich einen anderen Weg. Bestätige. Oh, lol. Da ist es schon wieder gewesen. Hör doch auf, so komisch um die Ecke zu gucken, ohne zu zoomen. Das ist auch lustig, hier guck mal die alten Telefonzellen. Ne, wer hier noch weiß überhaupt, was Telefonzellen sind, weil es ja mittlerweile so, dass die ja alle abgebaut werden. Telefonzellen sind ja nichts mehr immer so Besonderes. Also wird nicht mehr so stark benutzt. Ne, ich komme ja noch aus einer Zeit, da war ja gerade so das Handy aufgekommen, so von wegen mit Touch und so weiter und so fort. Und nach kam das dann so langsam. Die ersten Smartphones so mit coolen Dingen, so Internet und so, wo man dann ein bisschen was machen kann. Außer nur Snake auf dem Handy zu spielen und so. Damals, da habe ich noch, hier, fick dich aber nur. Eine Telefonkarte gehabt. Also, die lassen nicht kannte. So, eine Telefonkarte von wegen, die man dann in und dann benutzen kann, also eine Geldkarte / Telefonkarte, wo man dann Telefonzellen telefonieren kann. Natürlich jetzt alles veraltet. Ah ja, Handys und so weiter und so fort, ne? Damit ist man ja überall erreichbar, also naja, zumindest sollte es so sein. In Deutschland ist das ja immer so eine Frage, so in Deutschland ist ja alles so ein bisschen, ne, was so Kommunikation übers Internet oder über, ne, Handy hast nicht gesehen. Ob wir da überhaupt irgendwann mal aus dieser ganzen Neuland-Diskussion rauskommen, keine Ahnung. Ne? Weil ich meine, Funkloch ist bei uns immer noch so eine, keine Frage von, ob es überhaupt noch existiert, sondern wo ist denn keins? So in dem Sinne, so das muss man sich ja eher fragen in Deutschland noch. Obwohl was mittlerweile ja auch besser wird. Ah, das mal zum Thema Telefonzelle. Damals, ne, Telefonzelle ist man reingegangen, hat telefoniert und so, ne. Meine Privatsphäre und so weiter war natürlich komplett am Marsch, ne. Jeder kann natürlich theoretisch dann, wenn das gerade so ein Gespräch ist und sich jetzt nicht um die Umgebung, also die Umgebung achtet, von hinten einfach so reinkommen und zuhören oder so, ne, also richtig krass Privates haben wir natürlich nicht in der Telefonzelle dann besprochen. Man dann durchaus schon, ne,
Mal so kurz vor unterwegs und mal telefonieren wurde mal gemacht. Weil, ne, damals war das noch nicht so ganz verbreitet mit Handys und so. Da hatte man, wenn überhaupt, mal nur einen Festnetzanschluss. Heute braucht man ja auch nicht mal einen Festnetzanschluss bei Handys und gibt ja günstige Verträge, womit man dann mal das Telefon flattert. Und dann braucht man das eigentlich auch nicht mehr. Beziehungsweise auch so ein Festnetztelefon. Also wenn man einen Festnetzanschluss hat, ja okay. Kann man noch irgendwie haben, irgendwie so ein mit dabei. Aber heutzutage ist ja auch so, wenn man dann noch ne, Festnetztelefon, dann mit Internetanschluss. Wie das auch bei mir ist, ne? Mit Internetanschluss und dann eben über die Fritzbox. Und über die Fritzbox hat man ja die Möglichkeit, dann auch sein Handy als Festnetztelefon, also in die Festnetzleitung mit einzuklinken. Und dann braucht man kein Festnetztelefon mehr. Und dann kann man das nämlich auch alles über das Handy leiten. Und ich weiß nicht, ob es geht, ob man dann irgendwie, wenn man dann eben noch so ein OPN-Tunnel dann irgendwie noch so Fritzbox hinkriegt oder so, dass man dann auch von außerhalb dann irgendwie in die Fritzbox reinkommt oder so, ob man dann nicht vielleicht sogar Festnetztelefonate auch, wenn man nicht zu Hause es annehmen kann oder so, aber das habe ich alles bei mir nicht eingerichtet. Aber theoretisch, eventuell könnte das sogar klappen. Dann könnte man theoretisch sich ein Handy holen mit Internetvertrag, nur mit Internet, ohne Telefon und dann einfach alles über die, aber das ist auch ein bisschen, ich sag mal so, dämlich, wer macht das? Aber theoretisch ist es möglich. Also was ich damit sagen will, Festnetz ist auch so mittlerweile eher so am Aussterben, sage ich mal. In Deutschland ist das noch so ein bisschen, ne, noch hier am Start, aber auch, ich sag mal so, das meiste läuft eher über Handy. Und deswegen gibt es dann auch so nach und nach jetzt langsam auch so diese ganzen, also Telefonzellen gibt es ja eigentlich so gefühlt eigentlich gar nicht mehr so, wird nur noch ein paar, also sag mal so, die Telefonzelle hier in der Nähe, hier war ja auch eine bei mir in der Nähe, die ist auch schon längst abgebaut. Und die restlichen Telefonzellen, die noch existieren, die werden ja alle nach und nach abgebaut. Ne, diese gelben. Oder zumindest initial waren sie gelb, was dann daraus gemacht wurde mit Graffiti und hast nicht gesehen, das ist auch noch eine andere Sache. Aber in London und so weiter, da waren die rot. Kennt man vielleicht auch noch aus Harry Potter, ne? Wo man dann, wo die dann in die Telefonzelle gegangen sind, dann das Zaubereiministerium, ne? Da sind. Das haben sie aber so in der Telefonzelle gemacht. Initial, ne? Später sind die ja natürlich mit. Wie geht das? Mit Flohpulver und so weiter fort, ne? Aber. Ja, solche Telefonzellen. Ich weiß nicht, ob in London, ob die immer noch stehen. Mal hier kurz um. Ich brauche vielleicht noch mal ein bisschen Medigel oder so. Auch so ein kleiner Talk über Telefonzellen, so weil ich die gesehen habe. Ne? So ein bisschen oh, Nostalgie. Telefonzelle, ja hier. London Telefonzelle. Kann ich nicht speichern? Ne, kann ich nicht. Zurück zum Mass Effect. Fuck off. Guck mal da, Telefonzelle. Oh, ich kann was hören. Nein, wir fangen jetzt nicht Telefonzellen vor, nicht normal an.
System funktioniert nicht. Irgendwas stört da. Wir sind fast bei Ihnen, Alpha. Halten Sie durch. Ja, wie kann's sein? Dann. Einer ist da noch. Ja, super. Dann gucken wir mal, wo müssen wir noch mal hin? Wir müssen irgendwie da hin. Können wir theoretisch das speichern? Ja! Ja. Geh da noch mal kurz rein, weil so langsam ist auch hier die Folge wieder vorbei. Dann gucken wir mal, ob hier noch. So gut, Medigel brauchen wir jetzt gerade nicht, aber es ist schön, dass wir zumindest in letzten Moment dann doch nochmal Medigel bekommen haben. Ein paar. Dass wir dann natürlich wieder auf 3 sind. Das ist schon ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr ist einmal vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im Kampf gegen die. Gegen die Leute da. Ne? Diese bösen Aliens, die die Erde erobern wollen. Ja, gar nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.